Guten Tag. Ich hatte in einem der letzten Videos gesagt, dass weniger Höhen den Mix klarer machen. Hatte das auch alles erklärt, aber kein Beispielvideo angehängt oder gemacht. Das werde ich jetzt nachholen, weil nämlich ganz viele Rückmeldungen kamen. Ja, bitte zeig doch mal so einen AB-Vergleich, wie das klingt, wenn du irgendwo die Höhen absenkst und so weiter. Und ja, das kam halt massiv, deswegen mache ich das jetzt einfach mal so als B-Variante des Hauptvideos. Ich habe mir dazu einen Titel ausgesucht, wo das ganz gut passt. Und zwar ist das so eine Rocknummer mit aggressiven Gitarren, Telecaster, Stratocaster-Gitarre über ein Fender-Amp gespielt, im Refrain Beckenalarm vom Drummer, ein aggressiver, angezerrter Bass. Und in den Strophen habe ich sogar die Hauptgesänge durch einen Verzerrer gejagt und so weiter. Und das ist alles sehr spitz und sehr scharf und sehr aggressiv. Und wie ich das so ein bisschen in den Griff bekommen habe, zeige ich euch jetzt. Ich spiele euch erstmal einen Teil des Songs vor. Das ist von der Band The Rumors. Der Song heißt, muss gerade selber nochmal schauen, Something New heißt die Nummer. Und das Album erscheint jetzt in Kürze als CD. Und ich weiß gar nicht, ob die Vinyl machen, aber auf jeden Fall könnt ihr euch das dann auf Spotify anhören. Das ist jetzt zu 99% der Mix, den ich hier rekapituliert habe anhand meiner ganzen Screenshots. Habt ihr auch mitbekommen, also ich fotografiere hier alles ab und so weiter. Okay, ich spiele erstmal den Song vor, ohne diesen EQ-Eingriff. Warte mal, hier ist noch irgendwas gesteckt. Nee, das ist richtig. Okay, muss immer aufpassen. Okay, also los geht's. Something New, The Rumors, ohne EQ-Eingriffe in den Subgruppen. Okay, ich spule mal vor bis zum Refrain, weil da ist richtig schön viel Beckenzeug. Okay, ich mache mir mal einen linken Marker beim Refrain und lasse jetzt nochmal diesen Refrain laufen. Und währenddessen mache ich mal den EQ an für die Drums und für die Gitarren. Den Rest habe ich so gelassen. Und zwar muss ich gerade mal selber schauen. Beim Schlagzeug habe ich ungefähr sehr weit oben, so zwischen 18 und 19, habe ich so 2-3 dB rausgenommen. Und bei den Gitarren bei zwischen 2 und 3, weil die da extrem scharf waren, habe ich auch mal noch ein bisschen rausgedreht. Und diese EQs sind jetzt gerade aus und die schalte ich dann mit beiden Händen an. Achtung! Also ich denke mal, ihr habt das deutlich gehört, müsste man sogar deutlich auf dem Smartphone hören, weil das ist echt schon, da passiert schon richtig was. Ne? Also es nimmt an Schärfe weg, der Gesang kommt viel deutlicher durch, die Lebendigkeit bleibt bestehen. Ganz im Gegenteil, ich finde es angenehmer, wenn es so ein bisschen, ganz klein bisschen nicht muffelig ist, glaube ich, falsch gesagt. Also es nimmt einfach so dieses weg, ne? Also als wenn dir so eine Schlange ins Ohr zischt. Das ist halt weg. Okay, ich hoffe, dieses Beispiel hat euch gefallen und eure Neugier befriedigt, wie das klingt. Und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss.